bedeutet Heidensieg in der gesamten Lanxess Arena. Das Eishockeyfeld ist auch am Start und die Jungs sind auch am Start. Mit dabei ist Moritz und ich fange jeden Puck. Ich bin Sven und ich mache gerne nackt Schneeengel. Finnel, und folgst du Finnel? Ich bin Alex und Eis liebe ich. Diesmal habt ihr aber nicht so viel Zeit. Ihr habt nur 10 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Nicht so schnell, ich kann nicht so schnell, ich will nicht hinfallen. Nicht hinfallen. Hilfe, wir müssen wegrennen, es geht los! Okay, ich muss jetzt irgendwie blind vom Eis raus. Das wird super. Lass uns erstmal rennen. Okay, ich habe noch schon eine sehr gute Idee, wo ich hingehe. Leute, diese Arena ist einfach viel zu groß. Alter, was gibt es hier alles? Wünschen wir Glück? Krieg ich eine Faust? Nee, kriegst du nicht. Das krieg ich nicht. Okay, Leute, ich darf nicht mehr hingucken. Let's go. Ich glaube, ich habe das krankeste Versteck gefunden, was es von allen Verstecken hier gibt. Hier ist alles normal. Und dann auf einmal, ist hier offen, ich kann nicht mehr, Digga. Oh mein Gott, ich bin unter der Tür. Als erstes müssen sie sich natürlich hier einmal bedienen. Ja, nehme ich mir mal einen raus. Und Freunde, kennt mich ja, man muss auch mal das Ganze entspannt eingehen. Ja? Und dann, oha, da hat sogar Füllung. Das ist irgendwie die größte Arena in Deutschland. Das heißt, Jonas wird viel Spaß auch hier. Geht schon mal nicht lang, perfekt. Jonas kann richtig viel Spaß haben, uns zu suchen. Aber dadurch, dass die Arena so groß ist, mache ich mir jetzt gar keinen Stress. Ich gehe nur auf Klo, erstmal schön ein Abseilen und dann gucke ich mal weiter, was hier so geht. Oh, muss ich beeilen. Wir begeben uns mal in das tiefe Innere der Lanxess Arena. Aber wie krass ist das eigentlich gerade, dass wir in der Lanxess Arena drehen? Ich meine, das ist so die größte Arena in Köln. By the way, auch dickes Shoutout an die Lanxess Arena, dass wir hier drehen durften. Super spontan, super cool. Schaut auf jeden Fall auch bei denen auf Instagram vorbei. Das ist sehr, sehr, sehr korrekt. Hier findet by the way auch nächstes Jahr die Handball-EM statt. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, kommt in die Lanxess Arena. Kurs geht raus, wir hier drehen dürfen. Ich würde sagen, ich verrate jetzt erstmal. Kannst du mit Köln springen? Nee. Der Uli weiß Bescheid, du, ne? Oh, ne, ich muss im Dunkeln. Oh. Machen Sie hinter mir noch zu? Da hinten zählt er. Da zählt er. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist das denn hier, Digga? Oh, wo bin ich? Ich hoffe, ich finde das hier wieder zurück. Alter, ist das krank. Hier sitze ich jetzt. Schau mal, hier sind unendlich viele Stühle. Ich könnte doch einfach irgendwo da mich im Eck oder sowas verstecken. Oh mein Gott, das ist gruselig gerade irgendwie. Also ich glaube wirklich kein Mensch war hier vor mir. Ach doch, es war schon mal jemand vor mir, weil mir wurde vorhin erzählt, dass hier mal jemand einfach 3 Jahre lang gewohnt hat. Kommt man hier durch? Okay, jetzt wird's interessant. Ich glaube, es ist wirklich das Schlauste, einfach in Bewegung zu bleiben, dass ich einfach hin und her laufe, mir das Ganze so ein bisschen anschaue und die Wahrscheinlichkeit, dass er mich dann findet, ist gar nicht mal so hoch, weil wir müssen uns einfach über den Weg laufen, dass er mich findet. Aber das Ding hier ist so groß, man sieht es hier schon, deswegen alles easy. Okay, Leute, noch 5 Minuten Zeit, das ist so riesig hier. Wir haben diesmal aber ein Handicap und zwar haben alle den Standort angemacht. Ich darf alle 10 Minuten einmal gucken, wo die sind, ansonsten werde ich die niemals finden, das macht überhaupt keinen Sinn. Yo, was ist denn hier los? Holy shit, yo, ist das gruselig. Ich glaube, ich muss echt weiter gehen. Ich glaube, ich meine, am Ende des Tages, hier sind echt viele Sachen. Oh mein Gott, hier ist aber ein Stuhl. Also ich glaube, das ist doch immer schon mal ein geisteskrankes Versteck hier hin. Ach du Scheiße, das ist eine Leiter. Oh! Ach du Scheiße. Da oben geht's weiter. Soll ich das tun? Ich glaube, ich muss es tun, dann habe ich safe gewonnen. Ich bin wirklich immer der Schlechteste im Hide and Seek. Ich finde nie ein Versteck. Ich laufe einfach immer nur rum und hoffe, dass mich jemand findet. Aber da oben ist einfach dunkel, da gehe ich auf jeden Fall nicht hin. Aber ich muss da hin. Boah, das ist mir alles gerade zu stressig. Was mache ich hier gerade? Wo bin ich hier? Ach du Scheiße. Das ist das perfekte Versteck. Junge, what the fuck? Im Leben wird er mich hier nicht finden. Ich bin gerade irgendeine Treppe hochgelaufen durch irgendwelche Wände unter der Tribüne. Junge, hier ist die Tribüne. Ich hoffe einfach so sehr, dass das hier nicht einbricht. Hier ist, glaube ich, wirklich niemand. Und hier wird es auch richtig schwer sein, für Johannes mich zu finden. Ich glaube, er wird halt erstmal die ganze erste Etage ab. Suchen. Ich hab ein bisschen Angst. Okay, ich suche mit anderen auf, es geht los, Leute! Dann würde ich sagen, gehen wir die mal suchen. Johannes gehört. Ich hab nur oben gechillt. In der Zeit, wo wir gewartet haben, sind einfach Eishockeyspieler jetzt raufgekommen. Ja, spielen jetzt ja mal eine entspannte Runde, du. Von denen lassen wir uns nicht stören, ja. Das ist alles gut. Kommt man hier irgendwie rein? Ich bin im perfekten Versteck. Das muss einer irgendwie erstmal jemand nachmachen. Oh mein Gott, ich überblicke einfach gerade die ganze Arena. Gehen wir erstmal auf die Tribüne, damit wir mal einen großen Überblick haben. Kommen wir denn da hoch? Komm auf die Tribüne da drauf. Ach, hier ein bisschen drauf. Das wird echt ein Lauf-Hide-and-Seek hier. Ich will einmal abchecken, wo ich flüchten kann, wo meine Fluchtwege sind. Aufzug ist gut. Aufzug ist wichtig, weil wir müssen uns merken, hier sind die Aufzüge, Personenaufzug. Ich bin jetzt immer noch, ich bin genau am gleichen Spot geblieben. Also ich bin genau da, hier oben war ich kacken. Übrigens, das ist jetzt
meine Location für die nächsten Minuten, Stunden. Kühlschrank direkt bei mir, besser geht's nicht. Schauen wir mal, also von hier aus sehe ich keinen. Vielleicht ist unter mir ja jemand. Hallo, ist da jemand? Moritz? Moritz, bist du da? Es wird sich ja keiner jetzt offensichtlich jetzt auf den Sitzplatz setzen und sagen, oh jo, ich bin da, hallo. Nee, das müsste nicht sein. Da hinten ist Johannes. Vielleicht bleibe ich einfach kurz hier, fähr kurz ab, was er macht. Weil solange ich ihn sehe, sollte mir eigentlich nichts passieren. Das Ding ist, ich würde erstmal die Katakomben hier abchecken, weil da haben wir gestartet. Das wäre am logischsten. Da würde ich mich verstecken, wenn ich jetzt mich verstecken würde. Lass mal unter der Tribüne der gucken, oder? Das macht Sinn. Ich glaube, in so 7 Minuten können wir schon mal das erstmal auf dem Standort gucken. Wir gehen jetzt erstmal unter die Tribüne als allererstes. Warte, habe ich ihn gesehen? Ist da jemand? Ah, nee, das war ein Stuhl. Das war ein Stuhl, okay. Ich bin schon verrückt. Ich würde sagen, ich glaube, es hat sich keiner offensichtlich hier versteckt. Wir gehen jetzt erstmal unter die Tribüne und schauen da. Also, mein Plan ist, ich gehe jetzt einmal rum, weil ich glaube, er ist gerade in meine Richtung gekommen. Kann sein, dass er mich als erstes targetet. Boah, ich frage mich echt gerade, was die anderen machen. Ich höre Johannes. Leute, ich muss jetzt meine Kamera ausmachen. Ich höre Johannes, der ist glaube ich gerade in der Nähe. Ich gebe ihm mal einen Tipp, würde ich sagen. Es ist so langweilig hier, ne? Ich hätte so wie viel Giga lang jetzt einfach alleine hier chillen und einfach nichts machen. Das habe ich mir vorher schon angeguckt. Das war nicht vorher so. Das hat jemand da so hingetan. Das ist so sass. Das hat immer so, ja, mäßig. Ach. War nicht so voll. Gehen wir jetzt mal rein. Schauen wir mal hier. Hallo, ist da jemand? Wir dürfen jetzt schon mal das allererste Mal auf den Standort gucken. Ich schaue jetzt mal. Das allererste ist Moritz als erstes geschickt. Wo könnte Moritz? Moritz ist auch bei Sven irgendwo ganz links. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Alter, ich sehe ja nichts hier. Geht der Leiter nach oben? Oh nein. Digga, da geht der Leiter nach oben. Alter Falter. Das sind die Gagrooms, Bro. Holy shit. Digga, also wenn da einer drin ist, der hat Balls. Der hat Balls, Digga. Wir gehen einfach mal durch, soweit es geht. Da ist jemand. Ich sehe jemanden. Ah, oh, nee, ist ein Stromkasten. Wie das auch klebt hier. Hallo? Das einzige Problem ist halt, dass Johannes unseren Standort hat und er halt genau sehen kann, wo ich mich gerade befinde. Deswegen muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, wenn er kommt, wie ich flüchten kann. Also ich habe mir jetzt mal dieses Foto hier, Personalkassierung, zur Verfügung gestellt als Tipp. Ich würde sagen, gehen wir mal hier rein, ne? Hier parken diese Eismaschinen, Presseraum. Digga, das ist riesig! Was ist da? Er hat mich gesehen, glaube ich, wie ich gelaufen bin. Er ist wieder weg, oder? Digga, ich werde ihn niemals finden. Ich glaube, ich darf auch einmal auf mein Handy schauen, oder? Sven und Moritz sind beide zusammen. Finn aktualisiert nicht der Standort. Ich würde sagen, da müssen wir weiter hier gucken. Dieser Standort bringt gar nichts. Ich dachte, das wäre der Game Changer, dass ich weiß, wo die sind. Wenn ich die nach halbem Stunde noch keinen gefunden habe, müsste ich einen Tipp reinschreiben. Das hier ist das hier und das ist das hier sicher. Dann ist Sven gerade sehr nah bei uns. Wir gehen jetzt mal hoch, Leute. Das ist so gruselig. Hallo? Einfach noch so ein Backstage war. Hier wurden schon Dinge getan, Digga. Ich will einfach weitergehen. Ah, Leute, okay, jetzt sind wir hier bei den, wo man halt als Gast quasi auch immer ist, ne? Ich hab grad was gehört. Dahinter vielleicht. Hier war ich auch schon mal. Hier hinter? Ja, das ist nicht mal ein Kino oder so, oder mal eine kleine Location, das ist fucking die Lanxess Arena. Wer war da? Keiner da. Unbefugten Zutritt. Let's go. Hier waren wir eben schon. Okay, sind wir einmal im Kreis gegangen. Hier müssen wir eine Etage eigentlich mal hochgehen. Okay, Freunde, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen und ich muss sagen, langsam langweile ich mich. Wo bleibt Johannes? Johannes, wo bist du gerade? Was machst du? Okay, Leute, ich verstecke mich hier irgendwo. Also Leute, damit ihr wisst, wo ich bin, hier so hinter so ein paar Scheiben. Hallo! Okay, die Jungs haben was geschrieben gerade. Die haben was geschrieben. Vor einer Minute. Du warst schon bei mir. Wir waren 2 Meter nebeneinander, schreibt Moritz. Aber das Blöde ist, er hat geschrieben, ich war 2 Meter neben ihm. Da müssen wir nochmal zurückgehen. Den Moritz holen wir uns jetzt. Ich habe gerade gesagt, wenn Moritz da war, hat er Glück gehabt. Aber jetzt hat Moritz den Tipp rausgehauen. Sven schreibt auch, warst schon neben mir. Perfekt, das sagt mir jetzt super viel, weil ich nur in einer Ecke war. Moritz sagt, ich sterbe hier, ich weiß, wo Moritz ist. Holy shit, ich weiß, wo Moritz ist. Wie kann man so sein, ey? Wie kann ich so blind sein? Du musst da vorne reingehen in die Katakomben, Digga, wieder. Wir kommen da nicht vorbei. Okay, rein in die Masse. Hallo? Digga, wie kann das sein, dass Moritz nicht Moritz nicht finde? Hier muss er halt oben sein, Digga. Hier sind die frühesten Fußspuren. Moritz? Ah! Oh mein Gott! Wie dumm war ich, dass ich da eben nicht hingeguckt habe? Wie dumm! Digga, ich hab mir schon fast gedacht. Ich dachte, welcher Psycho wird da hingehen, Digga. Aber ich bin an Sven auch schon scheinbar vorbeigelaufen, ne? Alter, na? Hast du nur Staub in der Lunge, ne? Ja, das sieht doch so aus. Ganz Lunge ist so am Arsch. Okay, dann würde ich sagen, gut, ich hab ihn auch verloren, hat sich gelohnt. Es sind 5 Jahre nach dem Verstecken von Johannes. Ich habe inzwischen ein eigenes Haus, eine Familie und 4 Kinder. Und ich warte immer noch. Johannes, wo steckst du? Finn schreibt mir, bin da, wo Flüssigkeiten vernascht werden. Also an der Theke. An der Theke. Und wie viele Theken gibt's hier? Alle. So viele. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Hier waren wir in den Backstage eben. Das war der Backstage.
Hier gibt es was zum Naschen auf jeden Fall. Oh, der oben ist auch, das ist Hass. Und Fer hat es jetzt geschrieben, dass wir bei ihm waren, plus, dass man bei ihm was essen kann. Und das ist der einzige Spot, wo man was essen kann, oder? Wo waren wir sonst? Ach, hier, oder? Sven, hallo. Sven, hallo. Wo ist der? Hä? Hier sind Pressekonferenzräume. Nein. Komm, wo wir sind. Heute haben wir gut gespielt. Moritz wurde gefangen. Sven ist sehr, sehr dicht an uns dran. Laut dem Tipp. Alex werden wir noch finden und Findel auch. Bin auf der Ebene der Eishalle, okay. Wir chasen jetzt Sven, wir targeten ihn jetzt erstmal. Weil Finn Standort ist außen vor, okay, keine Ahnung. Finn ist in irgendeinem mit Personalcasino, was auch immer das heißt. Es gibt auch einen Vorteil von dem Versteck, hier gibt's einfach ein Klo. Darauf erstmal schön pissen. Hier, das ist mein Sitz. Und ich sehe, jederzeit, wenn er kommt, es ist abgeschlossen. Kann ja auch einfach sein, dass es so abgeschlossen ist. Wow, ich bin stolz auf uns. Okay, ich hab das, glaube ich, gemacht. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Ich habe gesehen, dass 80% der Leute, die diese Videos regelmäßig schauen, diesen Kanal nicht abonniert haben. Und bei 300.000 Abonnenten werde ich nicht nur eine Arena mieten, sondern ein komplettes Fußballstadion. Und das nicht nur irgendeins, sondern eins der größten in ganz Deutschland. Deswegen lasst uns unbedingt ein Abo da. Sven müsste hier irgendwo sein, Leute. Sven! Wo bist du? Nein! Hier war ich doch schon! Du hast mich hier runtergekommen. Klar, geht's mal, Digga. Jetzt holen wir uns Finn und Alex. Bei mir warst du noch nicht, schreibt Finn. Ebene 5. Finn ist Ebene 5. Mehr hat er aber auch nicht als Tipp gegeben. Das ist das schwierigste Heilungssieg meines Lebens, Digga. Flughafen-Heilungssieg war einfacher als das. Wer wird sein? Ich schaue jetzt nicht mal auf mein Handy. Finn oder Alex. Einer von beiden wird da sein. Jetzt sind wir in der Loge drin, der Giga-Loge. Stößchen! Weil ich kann mir nicht denken, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier niemand ist. Weil hier muss ja hier eigentlich jemand sein. Ja, hör mal! Ich hab ihn gehört, du hast gehört gerade. Warte, können wir hier raus? Ja! Aber wir können hier weitergehen, wir können hier jetzt in alle Logen gehen. Na, Finn, hörst du mich? Ja, hier ist zu. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, das war gerade random, ne? Ich bin in eine von 1000 Logen gegangen. Nein. Weiter. Alex hat gewonnen. Ich rufe Alex an. Er weiß noch nicht, dass er gewonnen hat. Mach mal Piep! Na, hör mal! Oh, da ist er! Alex, du hast gewonnen. Du kannst rauskommen. Echt jetzt? Ich hab gewonnen? Digga, dahinter. Ich hätte es niemals gefunden. Leute, das war ein geisteskrankes Heidensieg. Du bist der Gewinner! Lass doch mal Like und Abo da. Ich bin gestorben fast für das Video. Ja, super. Lass doch mal Like und Abo da für dieses kranke Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!